Moin moin liebe Steam Deck Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Ich bin's, euer Fabian. Und heute widmen wir uns mal dem Spiel Amasia the Bunker. Ein Horrorspiel ganz im Stil eines Alien Isolation, wo man isoliert ist in einem Bunker mit einem grauenvollen Monster. Und das Spiel, das werden wir uns heute mal ansatzweise antun. Also lehnt euch zurück und genießt das Video. Dann schauen wir uns mal Amnesia the Bunker an. Ich bin ja kein so ein Freund von Horrorspielen, das wisst ihr. Creating Maps kann man selber machen, coole Sache. So, gucken wir mal in die Options rein. Controls brauchen wir nicht. Display Resolution machen wir. Könnten wir Dynamic Resolution. Ja, nehmen wir mal. Yes. Graphics. Low Texture Quality machen wir mal auf Medium. Der Röhrenqualität auch Medium. Das muss das Steam Deck einfach packen. Und da haben wir, na gut, da haben wir nicht so viel Auswahl. Alles klar. Apply Changes. Game. Wir nehmen Deutsch natürlich. Ja. Ich wollte Deutsch. So. Okay, neues Spiel, neues Glück. Schwierigkeitsgrad nehme ich natürlich. Ich bin eine Lusche. Ach komm, normal. So. Und los geht's. Vorgänger habe ich mal angespielt, ein oder zwei. War aber auch nicht so meins. Bin gespannt. Ladezeiten scheinen schnell zu sein. Und es kommt wahrscheinlich eh nochmal ein Intro. Wir schauen mal. Um in diesem Krieg zu überleben, bedürfen sie erstens grundlegender Fertigkeiten, müssen zweitens genug gottverdammten Verstand besitzen und zu tun, was notwendig ist. Die Fertigkeiten kann ich sie lernen, aber Verstand müssen sie schon selbst mitbringen. Brigadegeneral Delphi, Befehlshaber der 4. Armee der 3. Republik. Ja, es geht ja irgendwie im Ersten Weltkrieg, glaube ich, ne? Guck mal, von der Framerate sind wir doch stabil. Ja gut, man merkt die Dynamic Resolution. Oh ne, die geht gar nicht. Kann ich jetzt nicht ins Menü. Das sieht doch dann ein bisschen grütze aus. Ja, na ja gut, dann sind wir so bei 30, 40 Frames. Sieht aber ganz passabel aus. So, hier ab durch den Schützengraben. Muss ich auch noch leben. Okay. Mhm. Also gedrückt halten. Ja, der sieht auch nicht mehr ganz so taufrisch aus. Wahrscheinlich soll ich jetzt hier rein. Oh, ich habe eine Knarre. Achso, ja, will ich auch nicht, aber. Ich kriege jetzt die Tür auf, habe ich nicht gelesen. Super. Ich will nicht 10-mal nachladen. Steuerung. Da interagieren ist RT. Ah, nach innen geht sie auf. Okay. Was Brauchbares, was ist das? Ich kann nie genug Munition haben.
Tür geht schon mal nicht. Wo soll ich denn dann lang? Ja, halt. Okay. Muss ich den Stein jetzt nochmal werfen? Ah, war nicht so schlecht gemacht. Nein, ich mich hier ab oder was? Leute. Lass mich doch jetzt hier durch. Mich jetzt hier weg. Ich muss doch hier noch irgendwie lang. Oh, das nervt mich ja jetzt schon ab. Und jetzt lass mich doch hier durch. Halte links. Lecker. Oh. Womit kann ich das kombinieren? Mit nichts. Ah. Okay, aus Stoff mache ich Medizin. Steuerung ist schon gewöhnungsbedürftig. Hier aber komme ich auch nicht weiter, ne? Kriechen, natürlich kriechen. Oder so. Ja, Handgranaten, super. Kann man jetzt schlecht eine Granate darauf werfen? Doch. Boah, jetzt habe ich mich von meinem eigenen Schatten fast erschrocken. Junge, Junge.
jetzt hier nochmal eine Granate einsetzen. Die kommt zu mir zurückgepullert. Nee! Lass das mal liegen. Hm. Ah, toll. Ja, super. Bin ich jetzt tot oder was? Hm. Das ist doch fast, fast. Ach nee, doch nicht. Die make it out of this hell together. Follow me. Wo schon fast ein Eindruck eines Call of Duties. So von der Atmosphäre her. Beat that roll, my friend. There you have it, huh? Ah, fate's a bastard. I'm on patrol tonight, then. C'est la vie. Jo, ich seh nix, ne? Wie sie sehen, sehen sie nix. Das performance-technisch läuft ganz gut. Toll, wo soll ich jetzt hin? Wahrscheinlich da, wo es leuchtet, hä? Unten liegt einer. Da liegt doch was. Ja, helfen wir mal den Kameraden. Ja, von der Inszenierung her nicht schlecht gemacht. Steuerung ist echt arg gewöhnungsbedürftig, aber das war schon immer bei mir das Problem bei den Amnesia-Spielen. So, wo soll ich den jetzt hintragen? Hier ist ja überall. Wahrscheinlich hier einfach mal so lang, ne? Ah, toll. Mal diese Deutschen. Der ist hinüber. Bin ich auch hinüber? Man weiß es nicht. Jetzt bin ich alleine. Ich war schon vorher alleine. Den Mann da hochgepackt zu tragen, das hat mir auch nicht viel gebracht. Leute, ihr bist jetzt auch allein gestellt. Okay, irgendjemand hat mich verarztet. Man weiß nur nicht wer. Bin ich wahrscheinlich in diesem ollen Bunker. Und was soll ich jetzt nehmen? Man weiß es nicht. Fortschritt wurde gespeichert, okay. Oh. Was? Wer?
schöne Kratzspuren hier. Ich habe nichts im Inventar, das ist richtig. Das ist ein Grafikfehler. Aber ein bisschen, ne? Ist kein Spiel für mich. Da drüben. Das freut mich. Okay. Ja, technisch läuft das Spiel gut. Ich habe auch schon keine Lust mehr. Was? So ist das Licht aus. Och nee. Ach, du sagst mir jetzt. Oh ne, Freunde der Sonne. Also das Spiel läuft technisch einwandfrei. Aber ich sehe hier gar nichts. Oh, okay, Freunde. Also, was ist das? Ich will nicht mehr. Ich sehe null. Ich habe ja auch nichts im Inventar bisher, oder? Nee. Oh. Ich sehe aber doch nichts. So, hier war ich. Dann bin ich in die Richtung gegangen. Hier rein, oder? Oh, nee, Leute. Nee. Das ist kein Spiel für Papa. Nee, ich merke schon, das ist wirklich kein Spiel für mich. So, wo ist denn hier ein Revolver? Toll. Jetzt. Ja, Freunde, das war's fürs Angespielt. Es ist nicht meins, hier so im Dunkeln rumlaufen.
Also technisch machst du einen guten Eindruck, wer auf diese Art von Spielen steht, dieses prinzipielle Horrorlastige, der soll es gerne spielen, aber ich bin ja nicht so der Fan von. Ich verliere mich hier nur in der Orientierung. Also Amnesia, also Banker, ich weiß nicht, ob ich das weiterspielen will. Das ist so ein Spiel für Bio, der steht auf solche Spiele. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Also technisch läuft es ja einwandfrei. Liebe Freunde der Sonne, wir sehen uns. Und once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab. Unter Deck.